Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Future Wars. So, ich habe uns nochmal in den Raum vom Hohen Vater reingeschlichen und wir haben ja den gefüllten Becher. Können wir den dem Hohen Vater geben? Ich weiß nicht, warum ich das tun soll. Weil er dich drum gebeten hat? Es ist höchste Zeit, gib mir den Schikapok, aber schnell. Sie reichen ihm die Tasse. Na gut, dann so. Bakorak, schwarzes Cube. Das ist doch kein Schickapock. Ark, ich hole mir selbst welchen. Und der hohe Vater kippt um, völlig betrunken. Ups. Ich weiß dann nicht, welche Wörter ihr davon sich gibt, aber passt schon. Sie durchsuchen den Klostervorsteher und finden in einer seiner Taschen ein Kästchen, das wie eine Infrarotfernbedienung aussieht. Sie nehmen die Fernbedienung in die Hand. Es wird immer seltsamer. Ja, eine Fernbedienung. Wir schauen uns um. Sie durchsuchen das Bett, nichts. Was benutzen wir jetzt eine Fernbedienung? Ein Stück eines hölzernen Möbels mit einer eingeschnitzten Schlachtszene. Die Bibliothek ist voller Bücher und Schmuckstücke, jedoch ist nichts davon interessant für sie. Ja gut, dann machen wir mal wildes Fernbedienung benutzen mit allem. Mit Möbelstück. In den hölzernen Möbelstück befindet sich eine kleine magnetische Karte, auf deren Rückseite folgende Inschrift steht: Bio-Herausforderung. Erwartungsvoll überlegen Sie einen Moment lang. Diese Worte kommen Ihnen bekannt vor, aber Sie können sich einfach nicht daran erinnern, wo Sie schon einmal gehört haben. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder eine Anspielung auf irgendwas. Und Bio-Herausforderung ist wahrscheinlich dann eine dumme Übersetzung. Also Bio-Herausforderung sagt mir nichts. Sie nehmen die Karte. Magnetkarte. Was machen wir jetzt mit der? Wir benutzen Wilddinge. Es hat so oder so nichts gebracht, okay. Davon haben wir nichts. Hat so oder so nichts gebracht, okay. So viele Hotspots gibt es ja in dem Spiel nicht. Dann ziehen wir weiter. Immer schön im Uhrzeigersinn. Und benutzen mit allem die Magnetkarte. Vielleicht noch die Fernbedienung. Vielleicht hat die sonst noch irgendwo eine Bewandtnis. Wir schauen mal. Wir sind kreativ. Nein, geh nicht. Halt, ich habe nach unten links geklickt. Warum gehst du dann wieder zurück? Halt, man muss dich einfach lieb haben. So, jetzt aber Held, wir müssen irgendwie, weiß nicht, die Welt retten. Zumindest mal das Töchterchen vom Herrscher wiederfinden. Also, gib dir Mühe. Schön meditativ am Rand vorbeigehen. Nicht zurückgehen. Nee, nicht den Held betätigen. Tür. Rein da. Rein da, rein da, rein da, bevor wir irgendwie böse. Held! Wow.
So, hier drin hatten wir... Ach, kein Hotspot mehr. Da hatten wir nur mal den Becher gehabt. Weil vor der Tür glaube ich nicht, dass da irgendwas ist. Dann gehen wir nochmal zurück in den Weinkeller. Ich meine, leeren Fässern kann vielleicht auch ein Geheimgang sein oder so. Hält? Hält? Diese Steuerung bringt mich noch irgendwann um Verstand. Wir gehen bitte raus. Kannst du mal bitte wieder rausgehen? Ich klicke hier wie wild. Er geht nicht raus. Wir mussten doch da nichts betätigen, oder? Nee. Ach, Spiel, ich liebe dich. Ist doch nicht das erste Mal, dass wir dort rausgehen. Wir kommen nie wieder aus der Tür raus. Ist das Spiel jetzt buggt, weil wir hier nie wieder hätten reingehen dürfen? Sind wir jetzt im Softlock? Lass mich aus der Tür. Ah, okay. Okay, alles gut. Okay, jetzt bitte nicht über allzu viel über den Rand treten. Können wir bitte? Danke. Meine Nerven. So, betätige Tür. Saved. So, dann machen wir hier wieder wildes Dinge benutzen. So, benutzen. Wir versuchen es erstmal die Fernbedienung. Mit Fass. Davon haben wir nichts. Okay. Benutze Fernbedienung mit anderem Fass. Eine Öffnung. Schaka. Sie betreten den Geheimgang. Kann man da drin sterben? Werden wir instant sterben? Thorins Tochter, ihr Herz fängt an, wie wild zu schlagen, denn sie spüren, dass das Ziel nicht mehr fern ist. Ihr sollen wir den Anhänger zeigen. Könnte dies ein Schaltbrett sein? Vielleicht müssen wir zuerst mal irgendwo eine Alarmanlage ausschalten oder so irgendwas. Die Konsole haben wir. Glaskasten. Ah, Held, komm mal hierher. Und mach mal, benutze Magnetkarte mit Konsole. Sie stecken die Karte in die Lesevorrichtung. Skrill, Dries, Rodi, Allag. Natürlich verstehen sie kein Wort von dem, was die Maschine zu ihnen sagt. Offen gesagt haben sogar ich manchmal Schwierigkeiten, alles zu verstehen. Sie hören ein leises Klicken. Das ist es. Der Glaskasten öffnet sich und gibt die wunderschöne Lana frei. Ich danke euch, dass ihr mich befreit habt, Fremder. Mein Name ist Lana, Tochter von Thorin. Sie reichen ihr das Medaillon und sagen, ich bin ein Freund. Euer Vater hat mich geschickt, nach euch zu suchen. Hier ist das Medaillon. Sie sieht es sich genau an und ist sofort beruhigt. Das ist tatsächlich das Medaillon meines Vaters. Ich kann euch vertrauen. Mit entschlossenem Blick sagt sie, wir müssen uns jetzt beeilen. Ich hoffe, sie haben noch nicht mit Phase 2 angefangen.
Sie verstehen zwar nicht ganz, wovon sie spricht, lassen sie aber vorgehen. Das junge Mädchen tippt eine lange Botschaft auf der Tastatur. Während sie tippt, sagt sie, ihr Scrotum ist fertig, aber wir haben gerade noch genug Zeit, sie daran zu hindern, es zu aktivieren. Sie wagen es nicht, nach einer Erklärung zu fragen. Jedenfalls scheint sie zu beschäftigt zu sein, um auf irgendwelche Fragen zu antworten. Sie schreibt weiter. Schließlich wendet sie sich ihnen zu und sagt, das wär's, es müsste jetzt gleich vorbei sein. Ich habe die Zerstörung ihrer Skrug. Schnell weg hier, bevor alles explodiert. Sie richtet das Medaillon auf sie und... Okay, meine nächste Frage wäre gewesen, wie kommen wir mit ihr heraus? Wo auch immer wir jetzt landen. Das Spiel ist einfach total strange. Wahrscheinlich bei ihrem Vater. Hoffe ich mal, ja. Lana, Vater! Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Jetzt ist wieder alles in Ordnung, Vater. Der Skrug ist zerstört worden. Dank unserem Freund. Er war es, der mich vor den Mönchen gerettet hat. Ich danke euch, mein Freund. Als ich euch zum ersten Mal sah, wusste ich, sie sind ein Mann der Tapferkeit. Lana und ich können euch gar nicht genug danken, so sehr haben sie uns geholfen. Natürlich, ihr sagt das, was jeder in einem solchen Fall sagen würde. Nicht der Rede wert, das war nur Glück, etc. Lana blickt sie einen Moment lang an, bevor sie sie unterbricht. Im Skrug habe ich es gar nicht bemerkt, aber ich finde, ihr sprecht nicht wie die Leute aus dieser Gegend. Der Lord stimmt ihr zu. Ja, woher kommt ihr, junger Mann? Von wann kommen sie, würde der Sache näher kommen. Dann erzählen sie ihnen ihre Geschichte, wie sie das Labor entdeckt haben, die Teleporter, der Sumpf. Der Lord und seine Tochter sehen sich an und sagt, ich glaube, wir sind euch eine Erklärung schuldig, junger Mann. Folgt mir. Vielleicht sind die beiden die aus der Vorgeschichte? Wir werden sehen. Da sind wir. Niemand wird uns hier stören. Zuallererst müsst ihr wissen, dass wir jetzt im Jahre 1304 sind. Der Zeittransporter hat euch 600 Jahre zurück in die Vergangenheit genommen. Also 1994, okay. Aber das ist doch unmöglich. Zeitreisen ist Science Fiction, sonst nichts. Ist es auch in eurem Zeitalter. Aber für uns ist es eine unbestrittene wissenschaftliche Wirklichkeit. Ja, Lana und ich wurden im 41. Jahrhundert geboren. Wir sind in der Zeit 3000 Jahre zurückgereist. So sind wir irgendwie auch eure entfernten Vorfahren. Mein richtiger Name ist Lia Barley und das ist meine Tochter Luan. Wir sind Agenten von Triangle, dem Institut für Zeitforschung. Wir sind hierher geschickt worden, um mögliche Grugon-Aktivitäten zu untersuchen. Ja, dann sind das die beiden aus der Einführung im Handbuch. Grugons? Ja, wir haben die Grugons während unserer Raumforschungsreisen entdeckt. Sie sind eine Nation, die aus Betelgeuse stammt. Sie sind gewalttätige und blutrünstige Humanoide, mit denen wir seit mehr als einem Jahrhundert auf Kriegsfuß stehen. Sie haben eine Technologie, die viel weiterentwickelter ist als unsere, sodass sie uns auch in diesem Krieg voraus sind. Zu unserem Glück haben sie ihre Technologie nicht ganz im Griff, weil sie sie nicht selbst geschaffen haben. Sie verwenden die Artefakte, die eine vergangene Zivilisation hinterlassen hat. Diese Zivilisation muss eine unermessliche Macht gehabt haben, wenn man von den technischen Wundern ihrer Entwicklung ausgeht. Diese Wunder befähigen unsere und die Zivilisation der Krugons zu großen Entwicklungsschritten. Von der Kunst der Zeitreisen erfuhren wir durch die Übersetzung ihrer alten Schriften. Obwohl wir sie benutzen können,
muss ich gestehen, dass die Technik nach Gesetzen funktioniert, die uns noch lange nicht in unserer Gesamtheit verständlich sind. Leider haben die Kogons diese Erfindung übernommen und wir müssen befürchten, dass sie sie gegen uns richten werden. Wir sind an die Stelle von Lord Thorin und seiner Tochter Lana getreten, um unsere Nachforschungen fortzusetzen. Bis ihre Mission wirklich erfüllt sein wird, befinden sich der Lord und seine Tochter noch in einer sehr angespannten Zustand. Sie stehen unter Psychohypnose, das heißt, sie sind in einer Art Trancezustand. Wenn sie daraus erwachen, werden sie glauben, dass sie die letzten Tage ganz normal weitergelebt haben. Es wird ihnen also nicht bewusst sein, was mit ihnen passiert ist, und sie können weiterleben wie bisher. Die Zeitreise ist also eine sehr geheimnisvolle Angelegenheit. Wir konnten natürlich den Verlauf der Ereignisse nicht völlig verändern. Wir konnten höchstens eine leichte Abänderung vornehmen, sodass keine größeren Veränderungen vorkamen. Und was ist jetzt mit den Krugons? Sie machen nicht den Eindruck, als würden sie sich um irgendwelche Veränderungen scheren, die sie verursachen. Ja, das ist der Grund, warum wir hier sind. Aber im Augenblick seid ihr das brenzligste Problem. Ich? Ja, denn sie wissen nun von Dingen, von denen eigentlich kein menschliches Wesen ihrer Zeit wissen sollte. Ich gebe zu, dass ich in dieser Situation selbst ziemlich ratlos bin. Von Rechts wegen müsste ich euch in psychohypnotische Trance versetzen, aber ehrlich gesagt finde ich es angesichts all der Hilfe, die ihr uns habt zukommen lassen, schwer, eine solche Entscheidung zu treffen. Daher glaube ich, man sollte die Angelegenheit lieber dem höchsten Rat überlassen. Lana wird euch dorthin bringen. Ich werde euch später dort treffen, sobald ich alle Spuren unserer Anwesenheit hier ausgelöscht habe. Kommt. Hier sind die Zeittransporter, die wir benutzen werden. Das ist meine. Und das ist eure. Ich bin wirklich überrascht, dass sie den Maschinen der Kogons so ähnlich sind. Nun, so überraschend ist das gar nicht, denn sie entstammen derselben Technologie, der Technologie der Vorfahren. Hier in diesen Overalls werdet ihr euch sicher wohler fühlen. Ja, danke, die Kutte hat schon ein bisschen gekratzt. Und wir ziehen uns wieder um. Hui, jetzt sehen wir aus wie die Typen im Intro. Seid ihr? Ja, ich bin bereit. Zeitreporter bringt uns ins Jahr 4315. Gute Reise. Luan, was ist passiert? Wo ist sie? Sie warten einen Moment, um zu sehen, ob sie wiederkommt. Aber sie haben Pech. Es gibt eben Tage, an denen alles schief geht. Jetzt sind sie also wieder allein. Wo? Wann? Die Ruinen um sie herum sind wirklich unheimlich. Sie denken sich, das ist nicht gerade der Ort, an dem ich meine Ferien verbringen würde. Ja, dann möchte ich dir recht geben. Also, Loens Transport hat irgendwie nicht so funktioniert. Was haben wir dann im Inventar? Schlüssel, Lanze und Dokumente. Okay, haben wir im Hinterkopf. Dann schauen wir uns um. Ruinen. Es gibt hier nichts Interessantes. Schutt. Moment, da war kurz Schutt. Schutt, da. Der Boden ist übersät mit Trümmern und Schutt. Können wir da irgendwas betätigen und was finden? Nichts passiert, okay. Ruinen hatten wir. Also da habe ich gerade keine Erinnerungen mehr dran. Ruinen und Schutt. Dann gehen wir mal spazieren.
hält, können wir hier den Bildschirm verlassen? Wenn nicht, weiß ich nicht, was wir tun sollen. Vielleicht können wir obenrum den Bildschirm verlassen. Wir wissen ja, dass das mit dem Verlassen von Bildschirmen ein bisschen hakelig sein kann. Ja, hier können wir den Bildschirm verlassen. Sehr schön. Da ist was Weißes. So, wir machen ausgiebige Prüferei. Das ist auch nur Schutt, aber das ist was Weißes. Ihnen. Wir gehen mal da hoch. Können wir da hoch? Nein, nicht wieder zurück. Ach, Held. Können wir weiter oben den Bildschirm verlassen? Macht das einen Unterschied? Weil da schien so ein Abhang zu sein. Nee, wir sind wieder unten. Ah, so kommen wir nach oben, okay. So, dann beweg mal dein Hintern ein bisschen aus dem Bild. Da so. Der Boden ist übersät mit Trümmern und Schutt. Aber da ist so ein weißes Etwas. Wenn wir da die Lanze benutzen? Davon haben wir nichts. Nee, nur Schutt und Trümmern. Okay. Wie auch immer. Das sah verräterisch aus. Können wir hier nochmal weiter? Scheinbar nicht. Da ist auch ein bisschen heller, aber da hinten, das ist einfach sehr auffällig. Können wir hier noch irgendwo hin? Oder da hinten rum, da hinten hin? Hatte ich den Schutt betätigt? Nichts passiert. Ich halte mich jetzt an diesem weißen Fleck da fest. Es geht nicht. Nee, da können wir auch nicht den Bildschirm verlassen. Die Wegführung im Spiel ist ein bisschen anstrengend. Dann gehen wir wieder am Bildschirm zurück und schauen dort nochmal genauer. Gibt es halt überall Schutt. Da ist Schutt. Nee, Ruinen. Das Haus sieht aus, als hätte man es in zwei Hälften gespalten. Nichts Besonderes. Sagen wir, das war ein Versuch und reden wir nicht mehr darüber. Ja, Spiel, ich versuche herauszufinden, was wir tun müssen. Und ich bin gerade ziemlich lost. Ja, da ist halt wieder Schutt da, wo wir ankamen. Der Boden ist übersät mit Trümmern und Schutt. Ja, das wissen wir. Und betätigen bringt auch nichts. Hm.
Moment, da war Wandabschnitt. Wie durch ein Wunder hält die Wand. Sie fragen sich, was eine solche Katastrophe hervorgerufen haben mag. Wir haben was anderes gefunden außer Schutt. Können wir die Wand betätigen? Nee, nicht hält. Wandabschnitt. Das geht nicht. Können wir mit unserem Speer da irgendwas betätigen? Ich weiß nicht, warum ich das tun soll. Weil wir verzweifelt sind? Können wir hier irgendwo das Bild verlassen? Scheinbar nicht. Ich schicke euch mal in die Pause und suche hier mal noch ein bisschen rum. Daumen drücken und bis gleich.